Ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Peace in bei Happy Wheels. Ich bin euer Gianna Brother. Und wir gucken heute mal wieder ein wenig in Happy Wheels rein. Slow Motion Bullet heißt der nächste Level. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht bewegen dürfen, aber. Okay, gucken wir uns diesen großartigen Level an. Wow, was für Effekte. Fast wie in Max Payne. The Octagon. Okay. Ah, kenne ich schon. Ist aber lustig. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum dum dum. Und jetzt ein paar Autos. Dum 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 dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum. Da da. Und jetzt noch die Glaswände. Und jetzt noch durch die Ketten hier durch, die ich teilweise auch abreiße. Nach Treppen steigen kann das Ding auch. Wenn die Kette nicht im Weg wäre, könnte er es wirklich. Ja, egal. Aber cooles Teil. Intense Gravity. Nee, es funktioniert nicht mit dem. Take the challenge and overcome these gravities. Okay, ja, kenne ich schon. Danke, danke, danke. Es wird gleich ziemlich laut, Leute. Auch wieder ein Level, der nicht für diesen Charakter gemacht ist, aber man kann trotzdem jeden Charakter wählen. Wow, da hätte ich ihn fast zerrissen. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Oh, Level 10. Okay. Oh, come on. Come on, now he's dead. Thank you. Stop fake glitches. Natürlich, ein Level, wo jemand sagt, hey, ey, Batarang's Throw ist übrigens ein cooler Level, den mein persönlicher Happy Wheel Vorbild Player nicht gespielt hat, weil er ihn einfach gnadenlos übersprungen hat. Ich finde den Level hier sehr, sehr cool. Ich zeige euch auch warum. Ah, fast. Jetzt aber. Was? Der war nicht drin? Schade. Okay, jetzt aber. Denn dann kommt das hier, wenn man das erste Ballwerfen überstanden hat. Und muss hier den Joker töten. Und dann geht's weiter bergab. Und dann kommt noch das Batmobil. Also, ich find's cool. Ohne Scheiß. Let go or not? Ich lass mal los. Gucken, was passiert. Superman. Also, ich fand den Level cool. Impossible. Warum sagen das immer alle? This level made by is really a hard level. You have to put in the ball. Well, you know where it's possible for me, so I think you can do it. Good luck. Wo ist denn da ein Ball? Den kleinen hier? Hier ist kein Ball. Ach doch, okay. Oh Gott. Ball werfen extrem. Weil ich da ja auch so gut drin bin. Und da ist er weg. Und da ist er weg. Komm schon. Und da ist er weg. Okay, unmöglich. Danke. Slender-Demo. Ach nö. Real Working Glitch. Natürlich. Kein Fake. Auf keinen Fall Fake. Nein. Ah, das ist überhaupt kein Fake. Das ist kein Fake. Wenn ich jetzt 5 Sterne gebe, das ist auf keinen Fall ein Fake. Ey, ja, das hatten wir schon. Das ist die andere Version. Die ist im Prinzip genauso, nur andere Farben. Can you survive? I will survive. Nee. Ach komm schon. Gib mir den Rasenmäher, Mann. Sehr gut. Dann kann ich nämlich das hier machen. Das hat nicht funktioniert, aber ist auch egal. Mein Charakter, also mein Lieblingscharakter ist der Rasenmäher, Mann. Warum zeige ich euch jetzt? Weil er sehr schön stirbt. Nein, weil er eigentlich sehr gut gegen diese Pfeile ist, denn er kann sie eigentlich ziemlich gut wegmähen. Au! Weil er kann ja so ziemlich alles wegmähen, außer Metallsachen. Oh, das sieht. Hey, warte mal, ich lebe noch. Komm schon. Okay. Schade. Das wäre ja mal ein cooler Glitch gewesen. Ja, schade. Damit hätte ich ohne Probleme. Okay, ist tot. Hätte ich ohne Probleme diese große Kugel überleben können.
Ich habe mich selbst gemäht. Aber ich bin im Ziel. Ich habe gewonnen. Herzlichen Dank. Dragon Ball Z. What? Ja, nee, ja, genau, danke. Oh Mann. Wer fällt darauf noch rein, ganz ehrlich? Wer fällt noch drauf rein? Echt? Wirklich? Solltest du nicht. Okay. Langweilig, Happy Wheels 2. Okay. Ich komme da nicht durch. Oh, okay. Was geht ab? Okay, mach's gut. Bin ich tot? Ich bin tot. Warum kommt da ein Opa aus der Wand? Was? Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde den Level doof. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich ihn doof finde, weil... Was, bin ich jetzt tot, wenn ich da reinhüpfe? Nein. Okay. What the fuck's going on here? Okay, ich bleib hier. Plump. Sag ich doch. Pedobär? War das Pedobär? Aua, 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 aua. Ich lebe noch. Ha! Ha ha! What? Dann brauche ich den hier gar nicht probieren. PewDiePie Jump. Okay, well. Okay, ich versuche mal ein bisschen weiterzukommen. Im Raum verteilt. Slenderman. Manche Level sind echt langweilig und der war einer davon. Jetwall, Mensch. Wow. Großartig. Ein Jetwall-Level hatte ich ja auch noch nie. Das ist ja unglaublich spannend. Wahnsinn. Großartig. Oh yeah. Mehr davon bitte. Mach ganz viele Jetwalls. Zeit für den Gelangweilt-Modus. Ich brauche nicht mal hingucken und schaffe den Level. Ich gucke jetzt in die Kamera. Halt die Klappe, Mann. Das ist ja furchtbar. Stop these Levels. Hey, ein Level, wo mir jemand sagt, dass ich so ein Level nicht machen. Fünf, bla. Oh, Mann. Kill your boss. Okay. Yay. You're fired. Du auch. Und sind alle tot. Ich habe nicht mal die Mitte getroffen. Ich habe nicht mal gewonnen. Blöder Scheiß. Das Simpsons Quiz. Mal gucken, wie viel Fehler wir da drin finden. In welcher Stadt wohnen die Simpsons? Chicago, Springfield? In keiner von beiden. Herzlichen Dank. Nächster Level. Springfield? Weißt du, du machst den erstmal. Kleingeschrieben, Fail. Eigennamen schreibt man auch im Englischen groß. Und außerdem, warum Springfield? Wenn du schon bei der allerersten Frage mit der essentiellen Art, der essentiellen Frage schlechthin alles falsch machst, was du falsch machen kannst, solltest du kein Level bauen. Springfield. Wer ist der Erschaffer der Simpsons? Matt Groening oder Jim Beam? Jim Beam natürlich, weil den hat Matt Groening dabei getrunken. Great. Was ist Marge's, wie heißt das Wort? Ihr wisst, was ich meine. Als sie noch nicht verheiratet war. Bouvier natürlich. Ziemlich gut. Nein, ist es nicht. Mr. Burns' Assistent, Albert oder Schmissers? Er schmiss es. Und, ja, nice. Wer ist der Plow King? Flanders natürlich. Barney. Five, it's Mr. Plow. Das war Homer. What is Homer's favorite snack? Eine Banane oder Donuts? Natürlich Donuts.
Was für unfassbar schwere Fragen. Oh, ein Aufzug. Dann breche ich mir auch noch das Bein dabei. Bonusrunde. In welchem Staat in den USA wohnen die Simpsons? Okay. Der war's nicht. Wir machen das im Schnelldurchgang. Springfield wohnen die Simpsons offensichtlich nicht in Springfield. Wir müssen die Geschichtsbücher umschreiben. Matt Groening hat den Kram geschrieben. Und erfunden und erdacht. Und wo lief es? In der Tracy Ullman Show. Bouffier. Wie heißt der Bruder von Homer? Solche Fragen. Nicht so ein Scheiß. Nice. Barney oder Flanders. Wow. Das ist die einzige Frage. Da muss man zumindest die Serie mal gesehen haben. Und speziell diese Folge. Welchen Beruf ergreift Barney, als er aufhört zu trinken? Hubschrauberpilot. Bonusrunde. Offensichtlich in Oregon. Ich bin mir da nicht so sicher. Yes, it's true. Look it up. What is Bart doing in the opening title? Skateboarding. Was? Was? Was war die andere Auswahl? An der Tafel malen? What the fuck? Das ist beides richtig. Er fährt mit dem Skateboard durch die Welt. Was? Ich muss das jetzt nochmal sehen. Moment. Habe ich was Falsches gemacht? Bin ich ins falsche Loch? Da stand Skateboarding, oder? Mittlerweile kann ich den Level dann auch auswendig. Aufzug, ach nee. Erst noch die Donut-Frage. Jetzt kommt der Aufzug. Weil der Level hier nämlich nicht mehr weiterging, weil kein Platz mehr war. Verdammt. Okay, in Oregon. Nein! 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 Ah. Freunde, wir ziehen das hier jetzt so lange durch, bis ich diesen... Oh, what? Achso, nein. City, ja, ist alles gut. Wir ziehen das jetzt so lange durch, bis ich das hier durch habe. Und wenn es 2 Wochen dauert, ist es mir völlig Wumpe. Und ihr dürft zugucken. Ist das nicht toll? Bin ich nicht nett? Wuffy! Ziemlich gut. Schmissers. Nice. Donuts. Nein, nein! Fuck! Falsch. Ich sollte nicht versuchen, die Fragen auswendig zu beantworten. Ja. Tut mir leid. Letzter Versuch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lassen wir es bleiben. Ah. Bouffier. Nicht Lisa. Was für eine Auswahlmöglichkeit. Lisa. Wie hieß dieser Typ, der diese Firma hatte, der Marge unbedingt heiraten wollte? Das als Auswahlmöglichkeit. Das wäre wenigstens halbwegs verwirrend gewesen. Fällt nämlich gerade nicht ein, wie der heißt, der das später eine Computerfirma hat und so. Ja, eine Banane oder Donuts. Elevator. Bonusrunde. Oregon. Wurden die Simpsons offensichtlich. Weiß nicht, woher er das wissen will. Es wird nie in der Serie bekannt gegeben. Wenn, sind das alles nur Gerüchte. Ja, da haben wir's. Skateboarding. Was macht Bart in der im Theme Song quasi, also im Opening Title. Skateboarden und auf die Tafel malen. Ganz am Anfang schreibt er auf die Tafel. Ja, richtig. 90% des Intros fährt er mit Skateboard durch die Weltgeschichte. Es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Und Skateboarding ist falsch. Ich könnte kotzen. Ein Stern, aber ich kann nicht bewerten, weil ich nicht eingeloggt bin. Weil ich hier auch keinen Account anlege. Super Bottle Run HD. Ich bin fassungslos. Wirklich. Sowas nervt mich. Wenn ich ein Trivia-Game mache, sollte erstmal der Name der Stadt stimmen, in der eine Serie spielt, über die ich reden möchte. Und zweitens sollte vielleicht auch alles stimmen, was ich da reinschreibe. Denn 90% des Intros... Ach, egal. Ja, nice Glitch. Ja, du mich auch. Mountain Escape. 5, 4, 3. Ich bin schon tot, oder? Nein. Komm schon. Okay. Ach, komm schon. Ich warte nicht mehr, bis ich rot bin. Hahaha. Fuck you, Game. Komm schon, mach die scheiß Tür auf. Ich war schneller.
Ach, komm schon. Okay, fick dich. Das regt mich immer noch auf. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Baby Throw. Okay. Den kriegt ihr jetzt noch und dann bin ich auch bedient für heute von fucking Happy Wheels. Jetzt krieg ich gar nichts, okay, auch schön. Yay, gewonnen und tot. Okay, einen machen wir noch. War das? Der Mond fällt mir auf den Kopf. Useless Mouse, Raid 5. What? Nicht explodieren lassen in 10 Sekunden. Ich habe überlebt und jetzt? Ich bin so gut. Guck mal, ich kann noch 30 Stunden hier weitermachen. Cool. Ich versuch's mal wirklich nicht explodieren zu lassen, obwohl ich mit dem Pogo-Typen ja nicht besonders gut bin. Ich muss niesen. Entschuldigung. Ich hoffe, eure Boxen sind nicht explodiert dabei. Yay! Bei die Arbeit, Helme auf. Das geht wirklich. Guck mal. Sehr gut. Bam, da hat's mich zersplattert. Aber wenn ich so mache, mit dem Helm. Okay, diesmal hat's mich auch so zersplattert. Okay. Fuck. Das möchte ich hier jetzt noch schaffen. Schaffen, ja. Schaffen, wollte ich sagen. Verschwinde. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Yay! Gewonnen. Tot. Ja, danke, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Und ich kriege einen Hustenanfall am Ende der Folge. Großartig. Ja, besser als mittendrin. Und ja, das war's mal wieder von Happy Wheels und von mir. Ich bin Gianna Brother. MMORPG Radio ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ihr müsst einschalten. Jede Sendung ist großartig und jedes Video sowieso. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal bei Happy Wheels. Macht's gut. Peace out.